Sein Gesicht zeigt er nicht, der hier dem flämischen Fernsehen ein Interview gibt und mit tränenerstickter Stimme erzählt, sein Bruder, ein Ex-Polizist, sei einer der meistgesuchten Verbrecher Belgiens gewesen. Das habe dieser ihm vor 2 Jahren auf dem Sterbebett gebeichtet. Ich habe mich 2 Jahre damit herumgeschlagen. Ich wollte meine Familie beschützen. Aber an einem bestimmten Moment hatte ich genug davon. Angst und Schrecken verbreitet die sogenannte Bande von Brabant von 1982 bis 1985 im Großraum um Brüssel. Bewaffnet überfallen sie Juwelierläden und Supermärkte, schießen wahllos in die Menge, töten 28 Menschen. Täter und Motive sind bis heute unbekannt. Mein Vater ist umsonst gestorben und ich wurde verletzt. Es ist, als wäre es gestern gewesen. Es hat mein ganzes Leben destabilisiert. Damals ermitteln die Staatsanwaltschaften in Flandern und Wallonien unabhängig voneinander und tauschen Informationen schlampig oder gar nicht aus. Auch Untersuchungsausschüsse des belgischen Parlaments scheitern. Dabei gab es schon im Tatzeitraum Hinweise darauf, dass Polizisten einer Eliteeinheit an den Überfällen beteiligt waren. Haben Ermittler und Politik das ganz bewusst vertuscht, um die Täter zu schützen? Fast 30 Jahre später nun der Justizminister unter Druck. Er muss und will den Fall neu aufrollen. Viele Spuren wurden untersucht, aber viele, die wahrscheinlich schienen, wurden ignoriert. Das ist befremdend. Und dann doch wieder sein aufgeführt, was fremd ist. Es muss doch Menschen geben, die die Wahrheit kennen. Bitte meldet euch, beschwört der Bruder des verstorbenen Bandenmitglieds all jene, die sich noch erinnern können.